Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Das wäre meine Elf gegen Leipzig im Olympiastadion. Und das wird natürlich komplett gezockt. Let's go. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Pokalfinale wäre schön, da hätten wir schon das Double. Das wäre schön. Aber man muss Leipzig auch erstmal bezwingen können. Das ist eine große Aufgabe. Ja, um den Pott geht es. Um den Pott geht es. Und danach ist dann auch noch Champions League. Dann könnte das Triple auch noch möglich sein. Aber wer weiß das schon. So, let's go. Pokalfinale. Der Hamburger Sportverein gegen den Red Bull Dosenclub aus Leipzig. Den Dosenball-Sportverein. Und ich sag ganz ehrlich, Leipzig darf man niemals unterschätzen. Niemals. Ja, hier der Turnierbaum. Wir haben Rostock rausgeschmissen, wir haben Nürnberg rausgeschmissen, wir haben Frankfurt im Elfmeterschießen rausgeschmissen. Der Weg von Leipzig, so schnell kann ich gar nicht gucken. Ja. Unglaublich. Diese Elf soll es richten. Mit Michel. Mit Cherki. Und Co. Wir sehen ja gleich die Aufstellung nochmal eingeblendet hier. Mit Rote, Scully, Buskovic, Sesko, Tell, Metscher. Robert im Kasten, Batsunu nicht dabei. Das gute alte 4-4-2-System. Schauen wir mal. Die guten Handshakes dürfen natürlich nicht fehlen. Hier regiert der HSV, so ist es. Wir wollen den Pokalpott natürlich nochmal mitnehmen, ist ja klar. Die Aufstellung von Leipzig. David Raum, Angelino nur auf der Bank. David Jorginho, Haidara. Nkunku, Damsgaard, Wischlo und so weiter. Milenkovic. Okay, wir gehen rein. Abraham vorne. Attacke! Das wird eine große Aufgabe. So, Cherki. Na, schade. Zu viel Getrickse. Ja, man, die Leipziger jetzt gerade mal gut. Robert kommt dran. A.K.A. Robert. Gott, so OK ist schon lange nicht mehr mit der Stimme. Also Robert, ja. Ja, erstmal geklärt, bleibt gefährlich. Jorginho, Igor. Schön verteidigt. Michel, Michel hat Platz. Der Hamburger Michel sprintet los. Der Hamburger Michel. Schade, Ecke. Cherki haut den rein auf Rote. Boah. Und den haben sie auf der Linie noch gerettet. Keine Ecke. Ey, was wäre das gewesen? Was wäre das gewesen, wenn Rote den reingemacht hätte? Der entwickelt sich auch immer mehr zum kopfballstarken offensiven Verteidiger. Oh, schön Vuskovic. Ah, nicht schön Vuskovic. Robert. Robert. Schön auf Scalvini. Rote. Ah, nicht gut auf Cherki. Das kann Rote besser. Das kann Rote besser und das weiß er ganz genau. Oh, den Ball. Ja, schön, Rote. Holt sie den Ball gleich mal wieder. Ja, Lekosch Mio. Ah, schade. Da hat der Nächste den Ball verloren. Ah, das war gut gemacht von Leipzig. Oh, Buskovic. Oh, Captain, der Captain. Boah. Es ist ein Schlachtfeld. Boah. Alter, es geht hin und her. Wieder Ball erobert. Schön. Es ist... Boah, jeder Pass gefühlt ein Fehlpass hier. Sei es bei Leipzig oder bei uns. Schön. Jetzt haben wir den Ball mal sicher. Boah, schön auf Ryan Cherki. Und der Cherki probiert. Er gibt die Möglichkeit.
erste gute Möglichkeit. Kriegen wir den Kopfball? Ja. Schade. Schwacher Pass von Diatta. Entschuldigung für den Husten. Der Kommentator heute nicht ganz fit. Aber naja. So, ihr konntet es kurz aufs Spiel. Diatta, oh, hat mit Glück die Brille nochmal. Da unten ist ein Ryan Cherki. Die Flanke kommt. Oh, kein guter Kopfball von Quentin Michel. Cherki, schön. Gut quergelegt, Tell 1:0. Schön gemacht, Vorlage. Der beste Mann im Stall. Ryan Cherki. Ja, hier sehen wir es nochmal. Bis kurz vor den Keeper. Rechtzeitig quergelegt. Wunderschön. Matthijs Tell macht sein zweites Pokaltor. Oh, wir haben den Ball wieder. Vielleicht geht es jetzt schnell. Cherki. Ah, zu nah an den Keeper. Die Flanke war Mist. Jetzt Leipzig wieder. Abraham, einfach durch. Was macht die Defensive da? Oh, schön gestört von Scalvini. Ja, Robert, wohin mit dem Ball? Scalvini. Rote. Auf Robert. Nicht so wie beim Stadtderby in Real Life mit dem dummen Eigentor von Euer Fernandes. Das wäre fatal. Schön raus auf Scali. Okay. Halbzeit. Ja, dann will ich mal sagen, rennen in die zweite Hälfte. Keine großen Veränderungen, zumindest aus Hamburger Sicht. Wir wollen natürlich weitermachen. Die Null steht Gott sei Dank noch. Aber Leipzig wird stärker sein. Das ist auf alle Fälle Fakt. Oh, schön Diatta. Na, ich wollte ihn weiterstecken. Aber es hat nicht ganz funktioniert. Haben wir den? Ja, spätestens Robert hat den jetzt. Und auf Michel. Michel, schön. Ah, schade. Ich würde mal sagen, wir können ja schon mal ein paar Wechsel einstellen rechtzeitig. Ich habe jetzt den anderen nicht mit, den Forster, ne? Ich habe jetzt aber Schmied mit. Und Schmied darf mal für einen Matcher diesmal rein. Das ist mein erster Wechsel. Ja. Müsste sogar gelb geben. Ja, gelb für Scalvini geht in Ordnung. Ja, war halt die Notbremse. Aber kein Rot. Matcher runter, Schmied rein. Geht in Ordnung. Jetzt hoffen, dass das nicht zur Vergeltung kommt. Robert, schön. Das wäre ja beinahe fatal geworden. Was war das, Scully? Ah, mit Scalvini muss ich aufpassen. Boah, schön den Ball erobert. Dame Schmied. Der Junge gefällt mir. Oh, Cherki, schön. Ryan. Unser bester Mann im Stall. Ryan! 2:0. Was macht jeder mit ihm? Haben sie den kurz hochheben lassen und den am Boden geschmissen oder was? Was war das gerade? 2:0. Schön. Mal gucken, vielleicht sieht man das. Vielleicht sieht man das hier bei der Wiederholung nochmal. Nee. Ja doch, hier. Er wollte nochmal den Bein heben und dann, ja. Kurze Action. Oh, wie schön war das denn gerade. Entschuldigung für den Husten. Oh. I like it. Oh, schön Diatta. Cherki, Sesko. Tell. Da unten läuft ein Michel, aber nicht gut, der passt.
Ja, das nächste Spiel natürlich gegen Barcelona in der Champions League, aber wir werden jetzt nochmal wechseln. Ich bringe einen Vandenberg für den gelb ermahnten Scalvini. Ich bringe Tommy Doyle für die Jatta. Und ich bringe Andras Nemet für Matthijs Tell. So. Na, das ist gut vor Leipzig, aber den hat Robert. Schön gespielt auf Scherki. Na, runter, schön, Tell. Letzte Aktion wahrscheinlich. Diata. Oh. Schade mit E. Na komm, Scully. Buskovic. Scalvini noch auf dem Feld. Ah, aufpassen, schön die Mitte verdecken. Scalvini, Junge. Todesgrätsche. Das ist ein Schlachtfeld. Also Scalvini, auch wenn du jetzt gleich wegen der gelben Karte runtergehst, aber du hast Großartiges geleistet. Das kann man wirklich sagen. Die Grätsche war so wichtig gewesen. Nemeth für Tell. Ja, die machen Druck. Ah! Die hat da runter für Doyle. Oh Gottes Willen, Vandenberg! Da ist der Anschlusstreffer, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Die haben ja jetzt gerade so hart nach vorne gepresst. Na, das ist Wahnsinn. Aber für den Leipziger wird es wahrscheinlich noch Geld geben für der Foul da gerade. Ja, hier. Ich hätte den nach oben direkt weiter. Ja. Und Robert steht nicht gut. Nicht unnötig nochmal spannend werden lassen. Das wäre jetzt fatal. Ja, Hedara hat noch Geld bekommen. Na, nicht gut. Ja, ich denke mal, der will sofort noch da spielen, aber ne. Deswegen setze ich immer rechtzeitig die Grätsche an, was gar nicht der Fall ist. Oh Gott, Robert, komm. Boah, Robert. Aber jetzt nehmen wir wirklich gerade am Limit. Ne, ich bringe keinen weiteren Verteidiger. Oh, der ist gut. Und der war wirklich sehr gut. Ausgleich, bitte. Ja, Scully runter Netz, denn ja. Bitte, Ausgleich, RB Leipzig. Gute Ecke. Schlecht verteidigt. Schönes Tor, RB. Ja, hier sehen wir es nochmal. Ja. Schön gemacht. Letzter Wechsel bei uns. Das ist bitter. Weil die genau wissen, jetzt haben sie Hoffnung. Weil die uns so mit Druck preschen jetzt hier. Na, da hinten wollte ich gar... Ich wollte nach oben, aber okay. Oh, schön, Vandenberg. Ah, da hinten schnell. Wenn Verlängerung ist, dann ist es so. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank pfeift er ab. Verlängerung. Eigentlich eine unnötige Verlängerung, wenn man so bedenkt. Okay, Solomon für Paqueta, okay. Wenn man bedenkt, dass wir eigentlich erst so schwach den Anschlusstreffer bekommen haben. Und dann einfach so einen guten Eckball als Ausgleich bekämen. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen Ballverlust. Das ist bitter. Gut dazwischen gestellt. Ah, schwach. Zu schnell und zu überhastet nach vorne. Oh, schön, Scherki. Nicht gut, Scherki. Es wird zu risky. Es wird zu risky jetzt. Wir wackeln. Rote steht noch. Schön. Boah. Das war kein Foul. Das war eine gute Grätsche. Das muss ich mal sagen. Oh, schön. Haben wir uns jetzt doch mal wieder gefangen? Das wäre ja mal schön. Boah, jetzt werden die aber aggressiv, die Leipziger. Oh, schön.
Michel macht das Spielfeld breit, hat den Platz jetzt. Er hat den Platz, die Flanke kommt gut, Kopfball zu harmlos Francesco. Und damit Halbzeit der Verlängerung. Zweite Halbzeit der Verlängerung. Gibt es wieder ein Elfmeter-Krimi? Oder gelingt uns der Lucky Punch? Oh, das machen die gut. Abgefälscht, Ecke Leipzig. Ja, Knauf für Scherki, komm. Ich brauche Scherki auch noch. Irgendwie verteidigen, nochmal schnell an den Ball kommen. Das ist zu unnötige Ballverluste. Robert, wir kommen irgendwie nicht mehr raus. Wir kommen einfach aus der eigenen Hälfte nicht mehr raus. Jetzt vielleicht mal. Das gibt's nicht. Komm, lauf, 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 Michel. Das kann nicht wahr sein. Oh, das ist gut. Oh, Robert. Oh. Und jetzt schnell Gegenangriff. Schön. Komm da oben. Nein! Das war so gut eigentlich. Der hätte bloß besser nach vorne spielen müssen. Jetzt wieder Gegenangriff Leipzig. Ja, Leckoschni, Robert. Schön, komm. Aufstehen. Nicht schlafen. Wir müssen schnell nach vorne. Aber die stellen doch alle gut zu. Da muss man den lassen. Was ist das für ein Schweinepass? Elfmeterschießen wahrscheinlich. Oder Leipzig gelingt der Lucky Punch jetzt. Ja, Robert hat den Elfmeterschießen. Und ich hab Schiss. Tommy Doll darf zuerst. Macht bitte nach rechts. Er macht der Save nach rechts schon mal. Das ist schön. Das ist schon mal ein guter Start. Komm. Robert gegen Abraham. Ja, Robert! Cesco, komm. Jawohl. Robert gegen den Madison Square Garden. Okay, der ist souverän in der Mitte. Der Captain gegen Büschlow. Souverän. Ins linke Eck. Gegen Nkunku. Ja! Jetzt können wir den Deckel drauf machen. Wer will schon mal Doppelsieger? Nemeth. Stadion B gegen Büschlow. Probier mal frech in die Mitte. Ja, danke! Pokalsieger! Robert, tolle Torwartleistung. Klopp rastet aus. Da haben wir sogar einen Fan auf dem Platz. Oder wer auch immer die Dame ist. Die Polizei müsste mal eingreifen. Es ist unglaublich. Doppelsieger! Hier, Andras Nemeth nochmal. Frech in die Mitte. Wir haben die Urne. Und da rennen die anderen Spieler jetzt auch im Feld. Aber wir hätten Leipzig nicht unnötig nochmal zurückkommen lassen müssen. Mit dem bitteren Defensivfehler zum Anschluss und der guten Ecke zum 2-2. Das war bitter. Am Ende haben wir Glück gehabt im Elfmeterschießen. Aber wie in Real Life gegen die Hertha, es kann auch anders ausgehen. Und jetzt die Pokalübergabe. Auch für Schmied erstmals. Der Jungspund hier darf auch erstmals aufs Podest. Und natürlich der Kapitän Mario Vuskovic, der von Anfang an mit dabei ist. So, Captain Mario. Super Mario. Heb mal hoch hier. 3, 2, 1, let's go! Pokalsieger, Doublesieger. Lasst euch feiern. Ab in die Fankurve.
war nie leicht. Aber es hat Spaß gemacht. Lasst euch feiern. Und jetzt in der Champions League wird es nie einfacher gegen Barcelona. Ja, man muss auch sagen, Leipzig hat auch knapp mehr Ballbesitz gehabt. Also die haben am Ende doch nochmal richtig hart geprescht. Das muss man wirklich zugeben. Oh, wuff. Aber es würde ja jetzt nicht besser mit Barcelona. So, wir gucken mal. Turnierpreis. Nochmal 4,5 Mille. Davon habe ich geträumt. Ich weiß, dass noch von dir einiges kommen wird. Aber leider nicht mehr hier. Weil Ligatitel haben wir gewonnen. Nach Barcelona kann ich sagen, ist die Karriere vorbei. Dann habe ich alles erreicht mit dieser HSV-Karriere, was ich erreichen wollte. Den Ligatitel. Pokal und Champions League hatten wir, glaube ich, sogar schon früher als die Ligatitel, aber der Ligatitel war halt noch mein ganz großes Ziel. Und das hat jetzt endlich geklappt. Weiter geht's mit Barcelona. Patrick Schick, Ansu Fati, Madueke, De Jong, Kessier, Theo oder Lucas Hernandez. Erik, alles klar. Der gute Gronkh spielt mit in Barcelona. Okay, Hatzikadunic kann spielen hier gegen Barcelona. Ist gut. Der wird auch spielen. Muskovic wird spielen. Ich nehme Forster mit. Können wir mal hier unten nochmal alle angucken. Ja, Forster kommt Safe Call mit. Für Doll. Ich werde aber auch die Top 11 ranlassen. So. Ulreich wird Ersatzkeeper. Diatta. Kann ich den noch irgendwie mitnehmen? Nee. Okay, dann bleibt er da. Alles klar. Gut, dann wird das halt meine Top 11. Mit Scali, Hatzikadunic, natürlich Batsunu. Da brauchen wir einen starken Keeper, gerade gegen Barcelona. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.